Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu LSPDFR. Viel Spaß. Letzte Folge waren wir ja außerhalb von Los Santos. Ja, was macht denn der da vor mir? Ist er besoffen oder was? Oh Gott, Monsterleck. Spec Ops Snakehand. Wer zum Henker? Wo ist er denn? Gibt's gar nicht. Oha, doch, da. 2,6 Kilometer, das schaffen wir. Da bleibt der. Wieso bleiben die immer alle stehen? Naja. Letzte Folge war ja mal Tonquali etwas beschissen. Fand ich zumindest. Deshalb habe ich mir das jetzt alles ein bisschen was eingestellt. Denn ich nutze. Alter. Ich fahre ja noch meinen Wagen zu Schrott, bevor ich überhaupt da angekommen bin. Wo war ich denn jetzt? Ja, denn ich nutze ein Studio-Mikrofon, also so ein fettes Ding, was vor meiner Fresse hängt. ist eins von. Oh, Alter! Seht euch, ich bin blaulicht ankommen, Leute. Das war meine Schuld. Aber ich darf ja alles. Ja, solange ich keinen umbringe, ist alles okay. Oh shit! Ich muss hier runter. Ich sollte mehr auf die Karte achten. Naja, auf jeden Fall. Fand ich zumindest, dass letzte Folge die Tonqualität ziemlich scheiße war. Und ich habe mich jetzt ein bisschen was erkundigt. Und mein Mikrofon lässt es wohl zu, dass ich da aber ein bisschen was dran rumschrauben kann. Und ich hoffe doch, dass diese Folge ein bisschen was besser wird. Von der Tonqualität her. Aber naja, wir sind da. Mal sehen, was hier Agent John S. Ne, Agent S. Jones zu sagen hat. Jetzt geht's rund. Also, so wie ich das verstanden habe, habe ich nämlich nichts verstanden. Ich glaube, ich habe es zumindest verstanden, dass wir jetzt so eine chinesische Mafia oder sowas in der Art aufhebeln müssen. Und die sind aber allerdings schon weg. Irgendwie draußen, nicht mehr im Dock. Und wir müssen jetzt zu denen fahren. Allerdings, oder das ist irgendwie gesperrtes Gelände. Irgendwie sowas. Und wir müssen jetzt gucken, wie wir da hinkommen. Oha, was ist denn hier passiert? Ah, oh Gott, Jung. Wie alle den Kopf machen. Hui! Okay. So, ich bin da. Took a Caribbean Rifle and some trackers from the Dingo. Wie kann ich das machen? Denke, ja, guck mal, ich habe da schon was. Ich habe sogar hier so Tränengas und einen geilen Feuerlöcher und einen Karabiner. Und wieso haben die alle Panzerung? Ich habe doch, ich habe auch welche. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt müssen wir auch noch im Regen kämpfen hier. Was? Staying close to the SWAT team. Okay, Alter, die rennen ja viel schneller als ich. Prisoners saved is what und Smugglers killed. Okay. Ja, leider wissen wir nicht, wie viele Smugglers an Bord sind. Aber das werden wir ja gleich herausfinden. Es wird heute wieder ein spannender Tag. Ja, Leute, habt ihr eigentlich überhaupt eine Waffe? Beziehungsweise soll ich jetzt hier vorgehen? Ola. Aua. Das ist jetzt nicht so geil gelaufen. Ich hab den gar nicht gesehen. So, alles safe. Ja, ich beschütze das auch. Glaube ich zumindest. Na, komm schon. Aber ich weiß nicht. Okay, okay. Jetzt. Nice. Ist hier oben noch einer? Ja, okay. So, das gute Rauchgas. Oder Tränengas, auch immer. Oh, Scheiße, Verkehr. Fuck. Okay. Das war nicht so professionell. Nice. Fuck. Jetzt werde ich wahrscheinlich hier.
Alter, stecke ich gerade hart ein. Soll mal gerade gucken. Och nö, oder? Ist das wirklich so weit geflogen? Ah, fuck. Ne, da muss ich wohl auf der anderen Seite. So. Jetzt habe ich wenigstens nicht ganz so viel Sch. Alter. Ich bin fast. Von wo? Ich habe keinen gesehen, Mann. Vielleicht mal so ein SWAT-Team, vielleicht bringt das ja was. So, welcher Spacken hat mich jetzt hier voll angeschossen? Ach, da! Ja, habe ich die ganze Zeit gewundert, welcher Vogel. Ja, okay. Ich glaube, hier ist alles clean. Pass auf jetzt. Oh! Fuck. Nein! Nein! Lol, oh. Ich krieg hier gerade ziemlich hart drauf. Das war jetzt nicht so eine geniale Idee. Och nö. Ja! Alter! So, du Penner, du. Du hast es nicht anders gewollt. Sorry. Aber für mich die ganze Zeit hier tasert. Der gehört bestraft. Oha, hier sind Geiseln. Ziemlich viele sogar. Oh, dem habe ich hart gedrückt. So, Leute. So, Leute, rennt. Hier ist niemand mehr. Ich hab doch hier. Go and get out of there. Ja, komm. Jungs, bewegt euch. Ich halte. Oh Gott. Ich wusste doch, da hinten steht er. Oh! Was? Was war das? Alter. Jung! Von da oben, oder? Du Nutte. Dich räuchere ich dich oben. Oh, das war knapp. Ich hoffe, da hat der Spacken da oben. Wird vergast. Alter, weg da! Nein! Komm jetzt! Nein! Scheiße. Alter. Der Spack nervt. Da ist er. Der liegt aber noch. Oder? Oh. Okay. Da hinten steht wohl noch einer. Ich glaube, das war ein bisschen was zu weit. Ups. Okay. Safe. Den sieht man gar nicht. So, oben noch einer, ne. Also ich hab die voll ins Meer geschmissen. Scheiße. Wieso habe ich jetzt keine Waffe? Kleiner Schockmoment. So. Pass auf, vielleicht sehe ich ja so. Alter. Ja, okay. Wo ist der? Bist du behindert? Hilfe! 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 Was ist denn dann? Fuck. Oh, dem habe ich voll eine reingedrückt. Fünf Typen habe ich So, du Penner, du. Okay. Nicht mit mir. Nochmal sterbe ich hier nicht. Okay. Du Spacken, du. Alter, wer hat mich denn jetzt hier weggetilt? Ich hasse diese Taser. Moment mal, wie soll ich denn jetzt da hochkommen?
der wird mich sowas von wegtasern. Ja, toll. Nein! Voll in die Eier. Oh, scheiße. Oh, das tut weh. Oh. Jung, wie hängst du da? Alter. Alter. Der will mich hier runter tasern. Komm, dieser Taser muss doch bald mal leer sein. Nein! Oh. Aber wenigstens bin ich hier schon mal oben. Nein! Alter! Alter! Nein! 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 Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Alter, ist das knapp hier! Ja! Keine Muni mehr! Boah, Junge! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Warte, ich hasse dich, du Penner, du. Ja, ich habe alles alleine gemacht, aber hey. Ja, ich hoffe doch, dass das Schiff aufgeräumt wird, Alter. Das war's? Keine Ehrenmedaille oder sowas? Willst du dich verarschen? Boah, hätte ich jetzt... Ich sag's dir, hätte ich jetzt, ne? Boah, warte. Komm, Junge. Lass mich da rein. Ich will den Typen umfahren. Der ist tot und versucht den Motor anzumachen. Aber irgendwie... Pass auf. Der Agent, der geht mir ziemlich auf den Sack hier. Das war dafür, dass du mich da hinschickst. Ich bin einmal gestorben. Alter, und jetzt habe ich auch noch keinen Wagen. Oh, nee. Wir haben heute mal dem SWAT-Team gezeigt, was die Polizei von... Los Santos so kann. Ja. Weil ich denke, sie kann eindeutig mehr als die als das SWAT-Team. Wenn ihr es auch so seht, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Mich würde es freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.